Wieso ist Aluminium so gefährlich und nicht Zink? Oder Uwe aus der Nachbarschaft? Uwe, das war doch nicht so gemeint, Uwe. In Relation zu seinem Ionenradius ist Aluminium signifikant krass geladen. Also schauen wir uns mal zum Vergleich an. Zum Beispiel Zink oder Calcium oder Natrium sehen wir hier für ein viel größerer Ionenradius, ne, Atomradius, aber viel weniger geladen. Das hat zur Folge, dass Aluminium am allerreaktivsten ist und es kommt nur in dieser einen Oxidationsstufe vor. Es gibt keine anderen Stufen, die weniger reaktiv sind. Das Problem der phänotypischen Gegebenheit ist das, dass es sehr gerne an Carboxylate bindet. Okay, Moment. Das ist ein Carboxylat. Und das ist eine Aminosäure. Wie wir wissen, sind Fliegen auch aus Proteinen aufgebaut, aber das ist nicht alles. Denn Fliegen, also, okay. Nochmal. Können wir nochmal, Uwe? Uwe! Also das Wichtige ist zu verstehen, dass Enzyme aus Aminosäuren bestehen, beziehungsweise aus Proteinen. Und Proteine sind wieder aufgebaut aus Aminosäuren. Wenn dort etwas nicht ganz funktioniert, dann funktionieren die nicht. Und genauso ist es auch in Studien hier belegt. Zum Beispiel gerade die, die als Kofaktor Magnesium haben, ja, oder als Zentralatom und so weiter. Wir wissen ja alle, dass Enzyme ja, Proteinstrukturen sind. Und in der Mitte ist ein Zentralatom. Und das ist meistens ein Ion, ja, beziehungsweise ein Element, beziehungsweise ein Metall. Und genau diese werden dann gestört und man sieht hier, was ist die Folge davon? Falsche Zellteilung. Fachbegriff hier Genexpression. Ja? Zellen werden nicht mehr richtig aufgebaut. Es bindet ebenfalls an Phosphate. Was sind Phosphate? Okay. Das ist ein Phosphat. Und das ist eine DNA. Richtig, und dafür wird die Genexpression für die Hirnfunktionalität maßgeblich beeinträchtigt. Jetzt habe ich euch allen schön einen vom Pferd erzählt. Es gibt ungefähr, ich weiß nicht, hunderte Studien dazu. Ich gehe euch mal ganz kurz ins Voice-Over rein und zeige euch mal, wie viele Studien es gibt zu verschiedenen Themen, was Aluminium alles bezogen auf die neuronalen ja, Nervenzellen und so weiter, ausübt. Das ist erschreckend. Los geht's. So, und hier sehen wir jetzt einmal die Effekte von Aluminium ja, auf das zentrale Nervensystem. Und das heißt, sehen wir hier Bindung an DNA, haben wir gerade alles geklärt. Gibt es hier auch Studien dazu, ist nichts aus der Haaren herbeigeführt. Ja. Verändert Genexpression, habe ich auch gerade alles erwähnt, ist alles hier belegt mit zig Studien. Ja. Des Weiteren also verändert Neurofilamente und so weiter. Also tausend Sachen, kann man sich alles gerne angucken, verlinke ich auch alles gerne unten. Energie-Metabolismus, ja, Energie-Metabolismus, ist klar, wenn die Zellen nicht mehr so aufgebaut werden, wie sie eigentlich sollten, ne? Dann sehen wir hier auch viele Enzyme, also Hexokinase, ja, Hexofructokinase und so weiter, Phosphofructokinase, diese Kinasen haben wir gerade gesagt, ja, Aminosäuren werden gehemmt, dadurch können die Enzyme nicht mehr funktionieren, ne? Zellulärer Funktion ist nicht mehr da, wie sie eigentlich sollte, ja. Das gleiche hier, Phosphorylation, ja, sehen wir, bindet natürlich auch an Phosphorgruppen, ist ja alles hier eins zu eins, wie ich gesagt habe, ne? Abnormalitäten, Akkumulation auf Proteinen, ganz wichtig, ja, für Alzheimer Diseases, ja, Alpha-Beta-Peptide sehen wir hier, ne? Natürlich Akkumulation, ne? Neurotransmitter natürlich werden gestört, ja, kann die Reizweiterleitung kann nicht mehr ordnungsgemäß vonstatten gehen, das sehen wir auch hier weiterhin belegt, Natrium-Kalium-Pumpe, Aktionspotenzial, Reizweiterleitung und so weiter, hier auch alles belegt. Andere Studien noch, ganz wichtig hier, Stress geht natürlich auch hoch, ja, Peroxidation wird nicht abgepuffert, H2O2, also Wasserstoffperoxid, Membran-Property ist gar nicht so wichtig, aber hier ist ganz wichtig, Zelltod sogar, ja, Causes Apoptosis, das heißt, ja, steuert programmierten Zelltod von Nervenzellen, ja, und das ist wirklich sehr signifikant, finde ich, ja, also wie man sieht hier, es ist wirklich Wahnsinn, was für ein breites Spektrum im Studium mittlerweile schon vorliegt, diesbezüglich Aluminium und, ja, muss man leider sagen, Gentoxizität, Nervenzellen gerade beziehend, ja, Aluminium. Nochmal eine kurze Zusammenfassung. Was sollte ich bis hierhin verstanden haben? Also, Aluminium ist sehr, sehr klein und dazu eine hohe Ladungsdichte. Das heißt, es ist signifikant reaktiv. Es bindet an Carboxylate der Aminosäuren und deaktiviert Enzyme.
Durch ein gestörtes Proteinstoffwechsel wird Alzheimer wahrscheinlich. Es bindet an Phosphate der DNA und verändert damit die Zellteilungen. So, jetzt kommen wir aber endlich mal zur Ausleitung. Und zwar wurden Alzheimer-Patienten, weil gerade die Alzheimer-Debatte und so weiter, Aluminium ist ja sehr, sehr hoch umstritten dann dementsprechend. Da wurde letztendlich dann wirklich getestet, ja, wenn man den Leuten siliziumreiches Mineralwasser gibt. Wie hoch ist die urinale Exkretion dann dem... Ist ja auch ein schwieriges Wort, mein lieber Scholli, du. Wie hoch ist die urinale Exkretion dann dementsprechend, wenn siliziumreiches Mineralwasser zur Verfügung steht und konsumiert wird über einen bestimmten Zeitraum? Und da muss die Aluminiumkonzentration ja erheblich nach oben gehen bei den Alzheimer-Erkrankten. Und genau das wurde getestet und wir schauen mal rein. Also hier ist die Studie, ne? Siliziumreiches Mineralwasser, dementsprechend getestet auf Aluminium und Hypothese bla bla zu Alzheimer Diseases und solche Erkrankten wurden dann dementsprechend auch getestet in dieser Studie und dessen Urinproben wurden dann dementsprechend gemessen, wenn sie dieses Mineralwasser erhalten haben. Ne? So, jetzt gucken wir die Ergebnisse an. Ganz interessant. Und zwar hier, so Silizium haben die dann aufgenommen durch das Wasser. Und jetzt Samples, also Woche 0 sehen wir hier, ja, da passiert noch nichts. Ja, also das ist der normale Wert hier, 41 Mikromol dementsprechend, ja. Und jetzt ganz interessant, nach Woche 1 verdoppelt. Verdoppelt die Menge an Aluminiumausscheidung und kommt nach Woche 12 wieder normalisiert. Woran liegt das? Das ganze Aluminium ist raus, ja, innerhalb von 1 bis Woche 11. Ja, und Woche 12 ist dann dementsprechend wieder auf Normalwert herunterreguliert, weil viel mehr Silizium konsumiert worden ist, dass das Aluminium alles ausgeleitet hat. Wenn wir uns die anderen alle mal anschauen, dann ist das im viel niedrigeren Rahmen einfach, ne, realisiert hier. Dann sehen wir keine großen Unterschiede dementsprechend. Nicht so eine Verdopplung, wie wir zum Beispiel jetzt bei dem Aluminium hier sehen. Das sind verschiedene Probanden hier sehen wir. Das ist alles das Gleiche. Der ebenfalls 40 und dann dementsprechend auf 80. Und der war so vergiftet, dass er sogar auf 155 weiter gestiegen ist. Ja? Sehr individuell halt immer. Aber was immer, wirklich immer beobachtet ist, schaut mal, von 0 auf 170. Fast verdreifacht die Menge an Aluminium, die er ausgeschieden hat, indem man ein bisschen Silizium zugeführt hat. Und hier sehen wir, also immer von 0 hat sich immer erheblich erhöht von Woche 1. Das heißt, jeder hat von 0 auf, guck mal, hier auf 100, von 30 auf 100 und hier wieder von 0, von 200 auf 230 hat sich auf jeden Fall auch erhöht, ja, sehen wir hier. Also er hat sich wirklich immer erhöht, ja, die Mengen. Ja, hier sehen wir noch andere Probanden dementsprechend gleiches Ergebnis. 51 auf 80, ja, 53 auf 122, ja, 66 auf 112, ja, 0 auf 190, 72 auf 190, ja, hier 120 auf 190, ja, ist immer das gleiche Schema, sehen wir hier, ja, es wurde wirklich immer mehr ausgeschieden, 155, 245, ja, 176, 235, also ist immer, egal was, wenn du Lithium zu dir führst, du haust das Aluminium immer, immer raus, mindestens, also wirklich, also fast, nein, nicht immer verdoppelt, aber so, ne, mehr, manchmal mehr als verdoppelt, also ordentliche Prozentsatz haust du Aluminium raus, ja, und die anderen Elemente sind alle relativ konstant, hier 25 auf 29, ja, 23, 24 quasi fast auf 29, ist alles relativ konstant, nur das Aluminium haust du dadurch enorm raus und das ist hier wirklich, mehrfach belegt einfach in der Studie. Seit ein paar Monaten sogar, es steht zur Debatte, ganz aktuellen Studien, Multiple Sklerose und Aluminium. Sehr, sehr hohe Korrelationen gibt es da anscheinend und auch da wurde genau der gleiche Test gemacht. Ja? Urinale Exkretion, siliziumreiches Mineralwasser wurde verabreicht, dann dementsprechend geguckt, in wie viel Aluminium ausgeschieden worden ist. Ja? Und auch hier sehen wir ganz klar, also wieder blind, Doppelplacebo und so weiter, und dann sehen wir hier, in der Treatment-Gruppe, das heißt in der behandelten Gruppe, 500% mehr Aluminium ausgeschieden, wenn sie siliziumreiches Mineralwasser bekommen haben. Wieder 1:1 übertragbar und zwar bei jedem Probanden erneut. Es ist keiner, der es, bei dem es nicht so war, auch in der anderen Studie dementsprechend, ja. Das Ganze sehen wir hier auch nochmal in den Zahlen, ja, woraus sich das, der Mittelwert dementsprechend dann gebildet hat. Hier sehen wir zum Beispiel den ersten Probanden, fand ich sehr, sehr interessant. Verzehnfacht die Menge von Aluminium, Leute, das ist für mich zu viel. Alles klar, ich bin raus, ich bedanke mich fürs Zusehen und ich bedanke mich auch, dass du das Video wieder geliked hast, abonniert hast, auf die Glocke gedrückt hast. Bis zum nächsten Mal, ciao.